Hi, wir sind bei Samsung hier in London und gucken uns das neue Samsung Galaxy S7 auf der linken Seite und das S7 Edge an. Wie man sieht, sind die beiden Geräte auch optisch am Anfang zumindest relativ schwer zu unterscheiden. Aber sobald man auch nur ein bisschen genauer hinguckt, sieht man natürlich nicht nur, dass die Größe sich unterscheidet, denn wir haben beim linken Modell natürlich ein 5,1 Zoll Display und auf der rechten Seite ein 5,5 Zoll Display. Ansonsten sind die allerdings von der Ausstattung her relativ identisch, zumindest was die Grunddaten angeht, denn beide haben natürlich den neuen Exynos 8890 an Bord. Das ist der neue Octa-Core von Samsung. Das gilt übrigens nur für Europa. In den USA und einigen anderen Regionen wird es außerdem auch noch eine Version mit dem Snapdragon 820 geben. Dazu gleich mehr. Zu den Unterschieden ist nur ganz schnell zu sagen, wir haben beim rechten Modell einen 3600 mAh großen Akku. Ich kann es immer nur noch mal betonen. Der ist schon sehr, sehr stattlich geworden für so ein Gerät. Und auf der linken Seite haben wir einen 3000 mAh Akku. Der ist also auch gegenüber dem Vorgänger ein bisschen gewachsen. Ansonsten sind die Geräte ja trotz ihrer Größenunterschiede gar nicht so unterschiedlich, was die physikalischen Daten angeht. Wir haben ja also 156 Gramm beim S7 Edge und 152, wenn ich es richtig verstanden habe, beim S7 und ansonsten jeweils 7,7 und 7,9 mm in der Dicke. Wenn man die beiden Geräte direkt aufeinander legt, sieht man dann schon den größten Unterschied. Das ist natürlich das gewölbte Display beim S7 Edge, aber dazu könnt ihr euch ja dann mehr sagen lassen in unserem dedizierten S7 Edge Video. Wir wollen uns nämlich in diesem Video jetzt erstmal mit dem S7 selbst befassen. Das ist also die Basisversion, sage ich jetzt mal, der neuen Samsung Flaggschiffe. Sieht weiterhin sehr edel aus, hat sich optisch jetzt auch nicht unbedingt so super viel getan, aber sie haben eben doch ein paar Anpassungen vorgenommen. Es gibt weiterhin diesen Metallrahmen, der sehr edel geformt ist. Der fühlt sich auch sehr gut an und der hält das Gerät auch angenehm kühl. Also man merkt richtig, dass das Gerät relativ kalt ist. Ansonsten ist noch zu sagen, dass man hier auf der Rückseite die Formgebung ein bisschen geändert hat. Hier sind also auch wieder diese gewölbten Ränder am Start. Die kennt man ja schon vom Galaxy Note 5, müsste das gewesen sein. Da sind sie eben so leicht gewölbt auf der Rückseite. Auf der Front ist das Ganze natürlich weiterhin flach. Zur Rückseite ist außerdem zu sagen, ja, es gibt wieder ein Glascover und wie man sieht, hier reichlich Fingerabdrücke jetzt schon am Start. Das dürfte im Alltag sich natürlich dann kaum ändern. Es gibt auch eine silberne und eine goldene Version. Wir haben jetzt hier gerade das schwarze Modell. Sieht eigentlich ganz gut aus und fühlt sich auch sehr ordentlich an, aber eben diese ja, starken Fingerabdrücke sind ja dann doch immer ein bisschen störend, zumindest in meiner Welt sind sie das. Ansonsten haben wir hier auch auf der Front so eine leicht abgewölbten Ränder. Zumindest wenn man mal so ein bisschen hier drauf schaut, sieht man, ja, das ist so ein bisschen an den Seiten dann auch wieder so 2,5D quasi gerundet und wirkt insofern schon mal ziemlich edel. Wir haben hier unter der Haube, wie gesagt, den 8890. Dazu kommen 4 GB Arbeitsspeicher und 32 oder 64 GB Flash-Speicher. Eine 128 GB Version ist erstmal nicht geplant. Die ist aber auch nicht wirklich notwendig, denn wir haben hier oben einen Micro-SD-Karten-Slot, der da zusammen mit dem Nano-SIM-Slot auf diesem Tray sitzt. Und das ist doch eine sehr, sehr praktische Sache, würde ich mal sagen. Wir haben auf der linken Seite dann die beiden getrennten Lautstärketasten. Am unteren Ende gibt es wieder den einzelnen Lautsprecher natürlich und einen Micro-USB 2.0 Port und daneben dann noch euren Headset-Anschluss. USB 2.0 hier in dem Fall Micro-USB, auch aus dem Grund, dass man das dann besser wasserdicht bekommt, denn erstmals ist das Galaxy S7 hier dann auch in dem Fall wasserdicht, nämlich nach IP68 zertifiziert und damit könnt ihr dann auch durchaus mal unter der Dusche stehen, ohne dass das Gerät kaputt geht, was ja doch eine sehr, sehr schöne Sache ist für so ein, sagen wir jetzt mal, Standard-Smartphone, was eben nicht als Active oder ähnliches verkauft wird, sondern eben ein ganz normales Modell ist. Ansonsten, ja, wir haben einen 3000 mAh Akku, das habe ich ja schon erwähnt. Wir haben außerdem, bevor wir es ganz vergessen, ein 5,1 Zoll großes Display. Das ist wieder das Super AMOLED Panel, dürfte dementsprechend jetzt in der 6. Generation, glaube ich, sehr, sehr ordentliche Farbdarstellung liefern und ähnliches sieht man jetzt hier vielleicht nicht so super auf diesem Panel. Die Leistung ist enorm. Wir bekommen in Europa ja, wie gesagt, sogar den leistungsstärkeren Chip, denn Exynos, der neue 8er, der ist ja noch ein bisschen schneller als der Snapdragon 820 und dürfte sich dann so um die knappen 140.000, 135.000 Gummipunkte in AnTuTu einpendeln und das ist doch mal eine ordentliche Hausnummer. Um die Hitze ordentlich wegzubekommen von der CPU, ist auch hier wieder eine Heatpipe verbaut. Man hat also sich da überlegt, okay, wir wollen jetzt nicht wieder so ein, sagen wir mal,
ja, Down- oder Throttling-Gate, sage ich jetzt mal, leisten wie beim Snapdragon 810. Damals, da gab es ja das eine oder andere Gerät, bei dem sehr stark runtergetaktet wurde. Da sitzt also hier hinten dann in dem Gerät eine Heatpipe, die die Hitze von der CPU wegführen soll und so eben dafür sorgen soll, dass da alles schön kühl bleibt auf Dauer. Ansonsten natürlich noch ein ganz wichtiges Thema, die Kamera, die hat hier jetzt insofern eine Veränderung erfahren, als dass sie jetzt nur noch 0,46 mm aus dem Gehäuse herausragen soll. Und wie man hier sieht, das ist tatsächlich schon fast bündig, aber eben nur fast. Eine weitere Neuerung ist hier außerdem natürlich der neue Sensor hier auf der Rückseite, denn wir haben jetzt hier einen 12-Megapixel-Sensor, der allerdings, der hat zwar eine geringere Auflösung, aber er ist größer geworden, beziehungsweise die Pixel sind größer geworden. Wir haben hier nämlich 1,4 Mikrometer für jedes Pixel. Außerdem eine weitere sehr interessante Neuerung bei diesem 12-Megapixel-Sensor ist, dass die Kamera jetzt einen Dual-Pixel-Autofokus hat. Der funktioniert so ähnlich wie der Autofokus meiner Kamera hier auf dem, mit der ich hier gerade filme. Das ist nämlich eine Canon EOS 70D. Da werden zwei Fotodioden pro Pixel verwendet und dann kann er anhand der Helligkeitsunterschiede der Objekte, die da auf dem Sensor ankommen, sozusagen dessen, was er wahrnimmt, dann die Distanz zum Objekt bestimmen und auf diese Weise sehr, 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 sehr schnell scharf stellen. Also wenn man hier so ein bisschen drauf achtet, das geht dann auch wirklich super fix und das ist vor allem dann auch noch entsprechend genau. Das einzige Problem könnte eventuell werden, dass es manchmal Probleme gibt, hier bei sehr, sehr hellen Flächen die Schärfepunkte zu finden. So ist es zumindest bei meiner EOS 70D. Das könnte dann hier aufgrund der technischen Ähnlichkeiten dann genauso sein. Dazu müssen wir dann eben schauen, ob das wirklich der Fall ist, wenn es dann soweit ist. Ansonsten gibt es hier ein paar ganz interessante Features noch. Wir haben hier unter anderem eben diesen Game Launcher, der jetzt hier enthalten ist. Der ermöglicht euch unter anderem den direkten Zugriff auf bestimmte Spiele. Man kann dann auch Dinge hinzufügen und dann eben so Schnellzugriff machen. Die viel interessantere Neuerung ist hier dann aber der Schnellzugriff. Man kann hier dann durch dieses Zusatzfeature Dinge machen, wie zum Beispiel die Gaming-Session aufnehmen. Man kann Screenshots anfertigen, man kann auch die Notifications deaktivieren und Ähnliches. Das ist ganz praktisch, wenn man mal ganz in Ruhe ganz viel zocken möchte. Ja, und das war's eigentlich schon. Zum Preis können wir bisher noch nichts sagen. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir hier gerade haben. Aber das wird sich dann eben zeigen müssen. Achso, und bevor ich es ganz vergesse, die Kamera hat eine Blende von 1,7, was ja nochmal eine ordentliche Steigerung ist. Zusammen mit der neuen Sensorgröße soll die dann dafür sorgen, dass das Gerät deutlich hellere Fotos machen kann. Es soll bis zu 95% hellere Fotos damit möglich sein. Man hat ja auch hinten so eine kleine Ecke aufgebaut, wo der Helligkeitsunterschied mit einem Galaxy S6 noch mal demonstriert werden soll. Da ist quasi dann bei null Lux sogar auch noch was zu sehen. Zum Zubehör gebe ich euch dann gleich noch mal ein paar Infos. Da gibt es nämlich jetzt ein paar Neuerungen und zum ersten Mal auch ein offizielles Battery Backpack von Samsung selbst. Was ganz interessant ist insofern, als dass da nicht nur ein Akku drin ist, sondern die Stromversorgung des Telefons selbst dann auch sogar noch wireless erfolgt. Man kann dann also ganz bequem auf die Ports zugreifen, aber dazu dann eben gleich noch mehr. Das war ein kurzer Blick auf das Samsung Galaxy S7.